Hallo, ich bin Felix und ich bin Teil des Asters, eurer politischen Interessenvertretung hier im Rosa-Luxemburg-Haus. Der Aster, auch allgemeiner Studierendenausschuss, ist Teil der studentischen Selbstverwaltung. Das heißt, er wird von Studis für Studis betrieben und handelt selbstständig. Etwas genauer, wir machen politische Arbeit mit Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen, stellen verschiedene Angebote für die Studis zur Verfügung, dazu später mehr, und wir engagieren uns innerhalb der Uni, wann immer wichtige Entscheidungen getroffen werden, damit diese in eurem Interesse ausfallen. Entweder lädt man uns ein oder wir erstreiten uns unseren und damit euren Platz am Tisch selbst. Außerdem vernetzen wir uns mit vielen studentischen Gruppen und Initiativen, unterstützen diese und auch eure Fachschaft und Fachgruppe vor Ort. Unser Aster besteht momentan aus 10 Referaten. Dabei sind zum einen Felix im Vorsitzreferat, Pippa als Finanzreferentin, Jannis als Hochschulreferent, Johanna als Außenreferentin und Hauke als Sozialreferent. Vor allem inhaltlich arbeiten Luca im Referat für soziale Kämpfe, Asterix betreut Digitalisierung und Datenschutz, Marco Ökologie und Nachhaltigkeit und Doro ist für Gender und Diversity zuständig. Zudem gibt es noch ein Referat für politische Bildung, das von Sophia betreut wird. Neben den ReferentInnen arbeiten natürlich auch viele SachbearbeiterInnen im Aster. Neben der Erstebetreuung sind auch Stellen für Internationalisierung, den Verleih und natürlich für die Semestertickets vorhanden. Viele unterstützen auch primär die Arbeit in den Referaten oder kümmern sich um die Öffentlichkeitsarbeit und die IT. Jetzt habe ich aber auch wirklich erstmal genug gesagt und wir kommen zu den Angeboten. Hier im Aster gibt es viele verschiedene Angebote für euch. Zum Beispiel gibt es eine kostenlose Rechtsberatung. An diese könnt ihr euch wenden, wenn ihr zum Beispiel Fragen zum Mietrecht oder auch zum Prüfungsrecht habt. Es gibt auch die Möglichkeit, ein zinsloses Sofortdarlehen zu bekommen. Das beträgt 100 Euro und die Laufzeit davon sind 4 Wochen. Wenn ihr das haben wollt, schreibt ihr eine E-Mail an die Geschäftsstelle des Asters und macht einen Termin aus. Und zu diesem Termin nehmt ihr euren Perso und euren Studieausweis mit. Im Erdgeschoss des Aster-Gebäudes arbeitet der Verein Via Lingua und dieser bietet Deutschkurse an. Die Deutschkurse gibt es auf verschiedenem Level, von Sprachanfänger bis hin zu Fortgeschrittenen. Ebenfalls gibt es eine Sozialberatung, unser Sozialreferat. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Studienfinanzierung oder Studieren mit Kind oder viele weitere, dann könnt ihr euch an das Sozialreferat wenden. Hi, ich erzähle euch jetzt was über das Verleihinventar des Asters, welches wir an Hochschulgruppen ausleihen. Wir haben nämlich im Asterkeller eine ganze Menge Kram, den wir verleihen können und der euch hilft, wenn ihr zum Beispiel ein Fest organisieren wollt. Wir haben zum Beispiel eine ganze Menge Festzeltgarnituren, Stehtische und Pavillons da. Um für die Verpflegung zu sorgen, leihen wir einen Grill aus, eine Popcornmaschine und haben große Kaffeemaschinen. Für Besteck, Geschirr und Gläser haben wir auch gesorgt. Und für die Logistik dahinter haben wir 2 Kabeltrommeln, eine große Gefriertruhe und, besonders für die kommenden Wochen relevant, einen Tannenbaumständer. Als Studierende dieser Universität habt ihr außerdem ein Kulturticket und ein Semesterticket. Mit dem Semesterticket könnt ihr kostenlos Bus fahren und in ganz Niedersachsen mit der Regionalbahn Zug fahren. Das Kulturticket geht in vielen verschiedenen Kultureinrichtungen in ganz Göttingen. Hier könnt ihr auf unserer Webseite eine Liste aufrufen und seht, wo ihr überall ermäßigten oder freien Eintritt habt. Neben den genannten Angeboten und der Vertretung eurer Belange gegenüber anderen Institutionen der Universität ist es uns ein Anliegen, auch gesamtgesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen. Als politischer Aster endet unsere Arbeit nicht bei den universitären Gremien, sondern beinhaltet auch das politische Engagement für beispielsweise das Kann-Semester, bezahlbaren Wohnraum oder Klimagerechtigkeit. Auch ist unsere Arbeit geprägt durch den Kampf gegen jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Durch Vorträge, Kundgebungen oder Workshops versuchen wir, über die Problematiken zu informieren und Aufmerksamkeit zu generieren. Unser Ziel dabei sind gute Lebens- und Studienbedingungen für alle und nicht nur für einige. Und auch ihr habt in Göttingen ein vielfältiges Angebot, um aktiv zu werden. Neben diversen Stadtgruppen gibt es auch innerhalb der Universität verschiedene Hochschulgruppen und Initiativen, die unterschiedliche Schwerpunkte in ihrem Engagement setzen. Eine Auflistung dieser findet ihr auf unserer Website. Ein Grund für die Existenz von Hochschulgruppen sind die Uniwahlen. Jedes Jahr im Januar darf die Studierendenschaft hier entscheiden, welche Hochschulgruppen in das Studierendenparlament einziehen und somit den Aster stellen dürfen. Gleichzeitig wird über den Erhalt des Semester- und Kulturtickets abgestimmt und dezentral werden die Fachschaftsparlamente gewählt. Normalerweise werden diese Wahlen von einem 2-wöchigen Wahlkampf der Hochschulgruppen im zentralen Hörsaalgebäude begleitet. Doch durch Corona wird dies nur digital stattfinden.
Also haltet Ausschau danach, informiert euch, denn so könnt ihr mit einem relativ geringen Aufwand Einfluss auf den politischen Alltag an dieser Uni nehmen. Das waren jetzt erstmal diverse Infos. Das Wichtigste für euch ist jedoch erstmal, wenn ihr Probleme oder Fragen während eures Studiums habt, scheut euch nicht, euch beim AStA zu melden. Wir helfen euch gerne. Wir wünschen euch einen guten Start in Göttingen und einen guten Start in euer Studium.